Herzlich willkommen zum Schalker Teil der Pressekonferenz heute nach dem letzten Ligaspiel in 2021 hier beim HSV. An meiner Seite unser Cheftrainer Dimitrios Gramotzis, den ich um sein Statement zum Spiel bitten möchte. Ja, Glück auf und guten Abend. Es war eine sehr, sehr intensive Partie, so wie wir es auch im Voraus geahnt hatten. Ich fand, dass wir die Jungs wirklich gut vorbereitet haben auf dieses Spiel. Und ich glaube, wer das Spiel heute angeschaut hat, ich glaube, da hat vor allem in der zweiten Halbzeit nur eine Mannschaft gesehen, die hier heute den Sieg verdient hätte. Und das waren wir. Ein großes Kompliment an die Jungs. Das Spiel ist denkbar schlecht angefangen für uns mit der Ecke, die erstmal ausgeführt wird. Wir klären die und dann wird die nochmal ausgeführt, hatte jetzt keine Gelegenheit zu fragen, warum das so nochmal zurückgenommen wurde, aber war natürlich für uns ein kalter Start, aber ich muss sagen, ich hatte nie das Gefühl draußen, auch selbst nach dem Gegentor, dass wir jetzt instabil sind oder dass die Jungs das nicht auffangen können, sondern wir haben auch in der ersten Halbzeit schon wirklich tolle Ballstaffetten gehabt, haben den Ball laufen lassen, haben im Gegenpressing gut agiert und haben zahlreiche Torschüsse gehabt, die, muss man leider sagen, in der ersten Halbzeit zu ungenau waren. Waren oft in meinen guten Torschussbereichen drin, haben aber nie so richtig das Tor getroffen, entweder mal ausgerutscht oder dann nicht die Ruhe gehabt. Und wir haben dann in der Halbzeit auch erwähnt, dass wir so weiterspielen müssen, dass wir den Gegner noch mehr dominieren müssen. Und wenn man sich dann die zweite Halbzeit anschaut, wo wir dann den HSV wirklich zurückgedrängt haben in die eigene Hälfte, der Gegner war dann auch irgendwann mal Mitte der zweiten Halbzeit komplett platt, hat nur noch hinten gestanden und auf Konter gelauert. Und selbst die haben wir super unterbunden und nur noch lange Bälle gespielt, nicht mehr kurz. Und wenn sie kurz rausgespielt haben, dann hat Darko Çolin auf eine Riesenchance gehabt, wo wir hätten früher schon den Ausgleich erzielen können. Und ich glaube, dann hätten wir auch das Spiel heute hier gewonnen. Also ich glaube, dass die zweite Halbzeit brutal dominant war von uns und wir den HSV gar keine Stiche mehr gelassen haben. Und deshalb ist es letztendlich ein Punkt zu wenig für uns. Das muss man heute sagen, denn wir hätten heute den Sieg auf jeden Fall zu 100% auch verdient gehabt. Aber Kompliment nochmal an unsere Spieler, Kompliment auch an unsere Fans, die heute mitgereist sind, die uns auch heute Abend wieder, auch wenn es leider nicht so viele waren wie sonst, es wären wahrscheinlich um ein Vielfaches mehr gewesen, trotzdem top unterstützt haben. Dankeschön auch von meiner Seite auch für die komplette Vorrunde, wie uns unsere Fans unterstützt haben. Und deshalb wünsche ich auch allen Schalkern und natürlich auch allen anderen frohe Weihnachten, Gesundheit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön. Danke, Coach. Jetzt wird es so sein, dass wir in einer festen Reihenfolge agieren. Genau. Wir würden loslegen mit Andreas Ernst von der Funke Mediengruppe. Ja, hallo Dimi. 30 Punkte nach 18 Spielen zeigt quasi die Leistung in Hin- und Rückspiel gegen den HSV, wie sich die Mannschaft entwickelt hat. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wenn man beide Spiele vergleicht, am ersten Spieltag, da waren wir eine Mannschaft, die noch zwei, drei Jungs, die in den letzten Tagen noch dazugestoßen sind. Wir waren noch nicht eingespielt. Da hat man, glaube ich, gesehen, dass der HSV auch dominanter war als heute. Heute, glaube ich, haben wir ein anderes Bild gesehen, vor allem auch in der zweiten Halbzeit. Da waren wir die dominantere Mannschaft und haben den Gegner zu vielen langen Bällen gezwungen, die wir dann auch gewonnen haben. Also es war heute von uns, glaube ich, umgekehrt. Wir waren heute die dominante Mannschaft und hätten zu 100% einen Sieg heute verdient gehabt. Andi, hast du noch weitere Fragen? Ja, dann mache ich direkt weiter. Kannst du was zum Streit mit Tim Walter sagen? Was war da los an der Seitenlinie in der ersten Halbzeit? Ach, ich glaube, das Spiel war sehr, sehr intensiv, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Es sind zwei gute Mannschaften, die aufeinander getroffen sind und dann ist es klar, dass auch Emotionen dabei sind. Das gehört dazu, für mich ist das gegessen und ich glaube auch, dass das von Tim auch in diese Richtung geht. Und noch eine letzte Frage von mir, bei so vielen Torschüssen, 29, bei so vielen Flanken, die reingeflogen sind, da muss man natürlich die Frage stellen, hättet ihr das Spiel mit Simon Terodde gewonnen? War das so ein Spiel, wo ihr ihn ganz besonders vermisst habt? Ja, wir vermissen jeden Spieler von uns, weil wir Jungs haben, die auch in jedem Spiel nochmal Gas geben können. Vielleicht hätte Simon da vielleicht nochmal einen anderen Torriecher gehabt in der einen oder anderen Situation, aber wir haben genug Möglichkeiten auch gehabt. Und nochmal, Kompliment an die Spieler, wenn man sich die zweite Halbzeit vor allem anschaut, wie wir hier aufgetreten sind. Wenn der Darko früher das 1-1 macht, wo wir den Ball in der Spieleröffnung des Gegners gewinnen und freistehend vorbeiziehen, ich glaube, dann hätten wir das Spiel auch gewonnen. Denn man muss auch sagen, dass der HSV dann auch uns nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Dann machen wir in der Reihenfolge weiter mit Frank Leschinski, so den Fragen da sind. So machen. Wir sehen und hören dich, Frank. Wunderbar.
Herr Gramozis, Sie heben ja ungern Spieler heraus, aber sagen Sie mir ein paar Sätze zu Rodrigo Salazar heute, wie er gespielt hat, wie Sie ihn gesehen haben. Ja, sehr gute Leistung. Also das Tor hat so ein bisschen gefehlt in seinem Spiel. Er hat sich oft immer in 1 gegen 1 Situationen oft durchgesetzt am Flügel, auch mit Rücken, immer gute Lösungen gefunden. Hat leider in der einen oder anderen Situation leider ausgerutscht. Ich glaube, wenn er da mehr Standhaftigkeit gehabt hätte, was die Schuhwerk angeht, dann hätte er, glaube ich, doch die Schüsse besser anbringen können. Aber er war ein absoluter Antreiber heute und hat sich genauso wie die anderen Jungs heute aufopferungsvoll reingeschmissen. Und man hat ja auch gesehen, dass die Jungs wirklich auch kaputt waren nach dem Spiel. Sie haben alles rausgehauen. Und deshalb ist es natürlich sehr, sehr schade, dass wir heute nicht 3 Punkte mitgenommen haben, die wir absolut verdient hätten. Frag, hast du noch weitere Fragen? Die Einstellung heute fand ich von den 18 Spielen, die bisher absolviert worden sind, eigentlich heute mit die beste. Worauf führen Sie das zurück? Wollen die Spieler dem Trainer noch mal vor Weihnachten auch ein kleines Geschenk machen, dass sie 90 Minuten so ein Tempo gehen können? Ich glaube, wir sind ja Statistik nach die Mannschaft, die meisten Tore in der Schlussphase macht. Und das hat man heute, glaube ich, auch gesehen. Wir sind ja topfit. Ich glaube, dass der Gegner dann auch zurückgedrängt wurde, auch sehr, sehr müde gewirkt hat. Wir haben wirklich sehr, sehr dominant gespielt, haben nochmal den Gegner zu langen Bällen gezwungen. Und das war die einzige Lösung. Und deshalb haben wir wirklich ein Top-Spiel gemacht. Und ob sie mir jetzt ein Geschenk machen wollten oder nicht, ich finde, die Jungs haben in jedem Spiel versucht zu performen. Wir wussten auch, dass es eine schwierige Vorrunde wird, aufgrund der Basis, die wir im Sommer einfach hatten, mit dem Umbruch, mit vielen Spielern, die eigentlich auf der Gehaltsliste runter mussten, aber bis zum Ende der Vorbereitung dabei waren. Jungs, die am Ende der Transferperiode noch gekommen sind. Ja, und das musste sich erstmal finden, aber man sieht einfach jetzt vor allem auch letzte Woche oder auch heute, wie wir einfach gespielt haben, wie wir heute auch wieder gezeigt haben, was für eine gute Mannschaft wir sind, und das müssen wir mitnehmen für die Rückrunde. Dann mache ich noch eine dritte. Alle guten Dinge sind 3, ne? Wenn man jetzt die Punkteabstände sieht, wie eng es da oben ist, was erwarten Sie denn jetzt für die Rückrunde? Wird der Meisterschaftskampf dann erst am letzten Spieltag unter 6 Mannschaften ausgespielt, oder was glauben Sie? Ja, es ist eine brutal schwere Liga. Ich glaube, das wird von Woche zu Woche einfach auch so bleiben. Ich weiß nicht, wie es da aussieht, aber wir würden auch nicht gut daran tun, jetzt auf andere Vereine zu schauen, wie sie jetzt arbeiten oder wie sie jetzt ihre Ergebnisse gestalten, sondern wir müssen unsere Punkte holen, wir müssen uns auf uns konzentrieren, und das werden wir auch in der Rückrunde machen. Und wenn wir unsere Hausaufgaben machen, dann werden wir auf jeden Fall auch eine gute Rückrunde spielen. So, dann gehen wir weiter in der Reihenfolge mit Deborah Stutzke für die Bild-Zeitung. Ja, hallo in die Runde. Wird es morgen noch ein Treffen mit der Mannschaft geben oder werden die Jungs jetzt in die Winterpause entlassen? Ja, wir haben morgen früh nochmal ein Treffen, noch ein Brunch, und werden nochmal so uns zusammensetzen. Und dann werden die Jungs in den wohlverdienten Urlaub gehen. Macht direkt weiter. Also noch eine weitere Frage. Mit was für einem Gefühl gehen Sie jetzt in die Winterpause, bevor es nach Belek auch geht? Ich denke, wenn man sich die letzten beiden Spiele anschaut, die natürlich dann auch für die Stimmung insgesamt für die Pause nochmal einen Stellenwert haben, dann können wir auf jeden Fall mit einem guten Gefühl in die Pause gehen. Wir wissen natürlich auch, dass wir in vielen Bereichen uns noch verbessern müssen. Aber die Jungs hat einfach auch gezeigt, vor allem in den letzten Spielen, dass sie von Spiel zu Spiel noch besser zusammen sich fügt. Und das müssen wir jetzt mitnehmen. Es wird ein harter Kampf werden, auch in der Rückrunde. Es wird uns kein Millimeter Platz geschenkt. Und das müssen wir annehmen. Und die Jungs, glaube ich, haben auch verstanden, dass das auch der Weg sein muss, um dann auch zu bestehen, egal gegen welchen Gegner. Hast du noch weitere Fragen, Deborah, oder war es das soweit? Dann bedanken wir uns ganz herzlich, wünschen allen unseren Journalisten eine gute Heimreise und natürlich allen miteinander frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann sehen wir uns am 3. Januar in Belek wieder.